Hallo, liebe Zuschauer. Heute schreibt mir Frau Ingeborg Harms aus Bredenbostel. Lieber Herr Thielke, ich bin 68 Jahre alt und seit über 43 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Früher waren wir beide oft leidenschaftliche Brotesser. Manchmal haben wir zum Abendbrot zusammen ein ganzes Graubrot aufgegessen. Heute fehlt uns dazu leider oft der Appetit. Frage: Was können wir mit übrig gebliebenem Brot anfangen? Wegwerfen möchten wir es nicht. Nun, Frau Harms, dies ist eine Frage, die die Lebensmittelversorgung und Resteverwertung in unserem Lande betrifft. Schauen Sie, wir machen einfach eine leckere Brotsuppe. Sie nehmen das Brot, am besten noch im frischen Zustand, und schneiden es in einzelne Scheiben. Frisches Brot erkennen Sie daran, dass es dem Daumendruck leicht nachgibt. Daumendruck. Und nun einfach das Brot in eine Schüssel aus klarem Wasser geben. Eine geschälte Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Ich habe das schon mal hier vor der Sendung für Sie vorbereitet. Und in Butterschmalz anbraten. Und jetzt holen wir das Brot aus dem Wasser. Drücken es zunächst gut aus. Und geben es dann mit in den Topf hinein. Abschließend gießen wir eine Gemüsebrühe mit dazu. Und kochen das Ganze unter ständigem Rühren zu einer rustikalen Suppe. Mit einem winzigen Spritzer Tabasco abschmecken. Köstlich. Und nun, wie immer, zum Schluss unsere Haushaltstipps. Erstens, was tun, wenn es in der Wohnung stinkt? Großbelästigung in der eigenen Wohnung kann zur Qual werden. Wichtig, Hygiene. Alle Spül- und Putzlappen regelmäßig bei mindestens 60 Grad gründlich durchwaschen. Weiter, alte Bürsten und selbst stark behaarte Kämme reinigt man mit einer Lösung aus ein Teil Salmiakgeist auf 8 Teile Wasser. Wichtig, klar nachspülen. Sonst droht Haarausfall. So, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder für heute. Wenn Sie selbst irgendwie Probleme oder Fragen an mich haben, können Sie mir gerne schreiben. Also dann an. Tschüss, bis zur nächsten Woche.